Hallo und herzlich willkommen bei meiner Morgenroutine mit Kleinkind. Alles fängt natürlich an, wie bei jedem im Bett. Ich werde von meinem Wecker täglich um 8 Uhr geweckt. Bei mir ist es eher selten, dass ich nicht gleich aufstehe und nochmal auf Snooze drücke. Denn ich bin eigentlich noch müder, wenn ich noch mal 5 Minuten einschlafe. Dann brauche ich auf jeden Fall meine Brille, die liegt immer am gleichen Platz, weil ich sonst wirklich nichts sehe. Dann wird mal aufs Handy geschaut, um wach zu werden. Wird ein bisschen in Instagram geschaut, YouTube natürlich. Wie viele Abonnenten ich habe, ist immer ganz wichtig und gehört auf jeden Fall zu meiner Routine. Und dann ist es auch schon Zeit zum Aufstehen. Als allererstes mache ich natürlich Pipi und danach gibt es dann die Zahnbürste, wie glaube ich bei jedem. Dann wird einfach mal alles schön durchgeschrubbt. Dann werden die Haare ein bisschen durchgekämmt und auf jeden Fall zusammengebunden. Ich probiere sehr Zeit morgens zu sparen, bevor ich Finn in den Kindergarten bringe. Sonst müsste ich noch früher aufstehen, darauf habe ich keinen Bock und deswegen werden die einfach zusammengebunden und fertig gemacht wird sich dann, wenn der Finn schon im Kindergarten ist. Dann hat Patty mal wieder das Frühstück für Finn hingerichtet. Das macht er immer morgens und tut es dann in den Kühlschrank. Ich tue es dann einfach nur noch raus und schaue manchmal noch, was drin ist, weil es mich interessiert. Und stecke es dann in den Kindergartenrucksack. Ich mache morgens dann immer noch sein Trinken. Heute gibt es einen Multivitaminsaft mit halbe Wasser gemischt. Er kriegt nie nur Saft, denn das ist nicht durststillend. Und dann gehen wir auch schon zu ihm ins Zimmer und wecken ihn. Manchmal ist er auch schon wach, wie heute zum Beispiel. Da wartet er schon, dass er raus darf. Ich mache dann immer die Stäbe vom Bett erstmal raus, dass er von alleine rauskommen kann. Und dann frage ich ihn, ob er lieber auf dem Teppich oder auf dem Wickeltisch gewickelt werden will. Er wollte jetzt aber erstmal Zähne putzen, also geht es erstmal ins Bad. Das darf er erstmal alleine, bis er keine Lust mehr hat. Und dann putzt die Mama noch schön nach. Dann werden auf jeden Fall noch seine Hände abgewaschen und sein Gesicht, dass einfach der ganze Schlaf aus dem Gesicht ist und er wieder schön frisch aussieht. Und dann wird auch schon sein Outfit hingerichtet. Noch eine Windel, das lege ich alles auf den Boden, denn ich weiß, Finn will eh auf dem Boden gewickelt werden. Da er noch etwas spielen wollte, habe ich so lange schon mal sein Bett aufgeräumt. Und dann wird er auch schon umgezogen. Nun braucht Finn natürlich noch Schuhe und eine Jacke und die ziehen wir ihm jetzt an. Er geht schon schön alleine zur Garderobe, ich hinterher natürlich. Dann setze ich ihn immer gerne auf den Schrank an der Garderobe, weil es einfach die perfekte Höhe hat zum Schuhe anziehen. Und dann bekommt er seine Halbschuhe an, die sind noch ein bisschen gefüttert und einfach noch ein bisschen wärmer. Finn versucht dann immer selber, sie zuzubinden. Ich lasse ihn dann ein bisschen üben, helfe ihm dann aber und binde sie dann zu. Finn schaut immer ganz gespannt zu und wird am liebsten alles alleine machen. Dann ziehe ich mir schon mal meine Jacke an, weil Finn einfach gerade wieder gespielt hat. So eine Zeit nütze ich dann immer, um mich voll fertig zu machen. Und Finn bekommt dann seine Sternchenjacke an. Die liebt er, also eigentlich ist sie gerade wirklich knapp davor, zu klein zu werden, aber er will sie mal anziehen. Ja, und dann werden die Schlüssel genommen und dann geht's auch schon los. Denn Finn, sein Kindergarten ist ja 20 Minuten weg von uns und deswegen müssen wir natürlich immer rechtzeitig losfahren. Können leider nicht hinlaufen. Motor wird gestartet und dann geht's auch schon los.
Wenn ich dann wieder zu Hause bin, habe ich Zeit für mich und in diesem Fall habe ich mich dann für Baden entschieden. Und da nehme ich jetzt den Duschschaum von Rituals. Oh, der riecht sowas von gut. Den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr den nicht kennt. Ich bin durch eine Glossybox aufmerksam drauf geworden. Und dann wird erstmal ein bisschen entspannt. Danach mache ich meine Kontaktlinsen rein, denn ohne Kontaktlinsen kann ich mich nicht schminken, weil ich nichts sehe. Ich benutze zuerst das Micellenreinigungswasser, um die Make-up-Reste wegzumachen, die noch drauf waren. Und dann kommt wieder meine Mandelcreme zum Einsatz. Die liebe ich ja und die ist toll zu meiner Haut, die extrem trocken ist. Während das einzieht, mache ich dann schon mal ein bisschen meine Augenbrauen, dass die einfach schon fertig sind. Das macht auch nichts aus, wenn ich dann Make-up hinmache, denn ich mache es ja nicht auf meine Augenbrauen. Und so ist auch schon mal wieder ein bisschen Zeit gespart. Danach mache ich noch die einzelnen Schüppchen mit einer alten Zahnbürste weg, denn ich kann nicht jeden Tag meine Haut peelen und so gehen die blöden Schüppchen weg. Dann kommt auch schon das Vichy Make-up zum Einsatz. Das liebe ich. Es deckt mega gut und macht alle Unreinheiten weg oder unsichtbar. Das verteile ich schön mit einem Zoeva-Pinsel und dann kommt noch ein bisschen Augenbrauengel auf meine Augenbrauen, dass sie auch richtig liegen und falls ein bisschen Make-up drauf ist, dass das auch wieder weg ist. Dann wird auf jeden Fall noch ein bisschen konturiert, denn dieses Make-up ist extrem deckend und macht einen leichten Maskeneffekt, wenn man da nichts konturiert. Glänzen möchte ich natürlich auch nicht, deswegen benutze ich das Puder von Alverde und pudere meine glänzenden Stellen einfach ein bisschen ab. Dann darf natürlich die Eyeshadow Base auch nicht fehlen, denn sonst schlupft natürlich der Lidschatten in die Lidfalte, das wollen wir nicht und das sieht doof aus. Ich benutze wieder die Nude Palette, die ich auch schon in meinem Get Ready With Me benutzt habe. Die hat einfach wunderschöne natürliche Töne, wo wirklich sehr gut für ein alltägliches Make-up zu gebrauchen sind. Noch ein bisschen Highlighten an den Augeninnenwinkeln und unterm Augenbrauenbogen. Dann benutze ich noch meinen Kajal von MAC. Ich trage den immer so auf, dann ist nämlich oben, unten, überall der Kajal dran. Der ist mega gut, der ist wirklich nur zu empfehlen, der lässt sich mega toll verblenden. Danach kommt natürlich noch Wimperntusche drauf, in diesem Fall die Catrice Glamour Doll, wasserfest. Die biegt die Wimpern einfach ein bisschen nach oben, dann braucht man keine Wimpernzange und ich möchte ja Zeit sparen. Jetzt sind wir soweit fertig mit dem Gesicht. Jetzt kommt nur noch ein bisschen Lippenstift drauf. Und zwar liebe ich zurzeit diesen Lime Crime in der Farbe Kaschmir. Der hält so ultra lang auf den Lippen und den kann ich vorm Frühstück wirklich guten Gewissens drauf machen, denn der bleibt drauf. Ja, und ich finde ihn einfach wunderschön. Dann kommen die Haare dran. Die werden natürlich erstmal durchgebürstet. Und dann wird ein Scheitel gemacht. Meine Haarpflegeroutine, falls ihr die mal sehen wollt, dann sagt mir das. Die habe ich jetzt bewusst weggelassen. Ich föhne die Haare jetzt noch ein bisschen an, weil die echt sonst mega lange brauchen zum Trocknen. Und dann sind wir auch schon fertig im Bad. Jetzt brauche ich nur noch was zum Anziehen. Das ist mein Outfit für den heutigen Tag. Ein ganz normaler Pulli, der ein bisschen schlappert und dann einfach noch eine schwarze Hose. Ich mag keine hellen Hosen, ich finde, da sieht man meine Problemzonen mehr. Und ich brauche dafür aber einen Gürtel, denn die ist mir schon ein bisschen zu groß, weil ich ja zurzeit immer abnehme. Was bei mir zurzeit absolut nicht fehlen darf, ist das Parfüm von Roberto Cavalli. Das riecht sowas von unglaublich gut. Das musst du unbedingt mal schnuppern. Mache ich mir auch schon mein Frühstück und zwar aus Amaranth, Sojajoghurt und ein bisschen Agavendicksaft. Das alles verrühre ich zusammen, dann gibt es so eine härtere Masse.
Ich sag euch, das ist ein veganes Frühstück und es schmeckt so, so lecker. Dann süße ich meine Himbeeren noch ein bisschen mit Agavendicksaft. Das sind gefrorene und gefrorene Himbeeren sind meistens sehr sauer, was sie dadurch dann nicht mehr sind. Und dann kommt noch ein bisschen Vanille drauf. Genau, das wird alles gut umgerührt. Da das Auge natürlich mit ist, wird das alles schön angerichtet. Ich habe es hier in einer schönen Glasschüssel geschichtet. Probier das mal aus, es ist lecker und schmeckt bestimmt auch gut mit Joghurt. Dann habe ich mir einen Tee gemacht, einen Matcha-Tee. Und dann geht's los mit dem Frühstücken. Ich sitze da immer ganz gerne an unserem Esstisch, denn wenn ich im Wohnzimmer essen würde, weiß ich genau, dass ich meine Schüssel nicht gleich wegräume. So ist der Weg aber kürzer und dann klappt das auch. Da ist dann natürlich wieder Zeit, aufs Handy zu starren und die ganzen Social Media Plattformen mal zu durchforsten und zu schauen, was denn Neues passiert. So, meine Lieben, das war also meine Morgenroutine. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein Video schneiden. Sowas mache ich oder ein bisschen Haushalt. Und dann muss ich auch den Film schon wieder abholen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und kommentiert fleißig. Und dann bis zum nächsten Mal.